Hallo ihr Lieben, heute gibt es endlich eines der meist angefragtesten Videos von euch und zwar meine Jahreshighlights und Lowlights aus dem Jahr 2019. Wobei ich sagen muss, wenn ihr in meinen letzten 4 Videos aufgepasst habt, wo es darum ging, was für Bücher ich 2019 denn alles gelesen habe, dann dürftet ihr eigentlich ganz genau wissen, was meine Highlights und was meine Lowlights waren. Wie auch im letzten Jahr habe ich es wieder so gemacht, dass ich meine Highlights unterteilt habe in Jugendbücher und Liebesromane, denn ich kann mich bei Jugendbüchern und Liebesromanen nicht auf 5 Stück festlegen. Deswegen gibt es einmal 5 Highlights aus dem Bereich Jugendroman, 5 Highlights aus dem Bereich Liebesroman und 5 Lowlights. Die 5 Bücher, die ich 2019 am dürfsten fand, nicht so gut, wie auch immer man das nennen mag. Ich glaube, ihr wisst alle, wer bei den Lowlights auf Platz 1 ist. Welches das beschissenste Buch aller Zeiten ist. Ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr meine letzten Videos geguckt habt über das Jahr. Und deswegen machen wir das so. Ihr kriegt jetzt erst die 5 Highlights aus dem Bereich Jugendbüchern, dann die 5 Highlights aus dem Bereich Liebesroman und dann kommen wir zu den 5 Büchern, die mir 2019 am wenigsten gefallen haben. Und ich würde sagen, legen wir gleich los mit den 5 Highlights aus dem Jugendbuchbereich und ich muss gleich vorweg sagen, alle 5 Bücher sind Fortsetzungen. Ich habe dieses Jahr keine neue Buchreihe im Bereich Jugendbücher angefangen, wo ich sage, dieses Buch hat mich so unglaublich begeistern können. Dieses Buch hat mich so extrem mitgenommen, dass es auf meine Top 5 Liste gewandert ist. Das einzige wäre King of Scars, das ist aber auf Platz 6 gelandet auf meiner persönlichen Liste. Dann hätten wir auch Heartless, das ist auf Platz 7 gelandet, deswegen sind sie in diesen Top 5 hier nicht mit drin. Aber diese beiden Reihen sind auch richtig, richtig gut. Wobei ich sagen muss, bei King of Scars vorher unbedingt Grisha und das Lied der Krähen lesen, sonst kommt ihr da nicht mit. Und Heartless kann ich euch auch nur empfehlen, das ist eine ganz, ganz tolle Jugendbuchreihe. Da kommt jetzt im Mai der zweite Teil, da freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, das sind Platz 6 und 7. Die haben es leider nicht in meine Top 5 geschafft, deswegen alles Fortsetzungen in den Top 5. Und ich habe die Top 5 jetzt nicht durchnummeriert nach 1, 2, 3, 4, 5. Die sind alle für mich gleich stark. Die Bücher, die haben ja alle super gut gefallen. Das sind die Bücher, die mich wirklich am meisten begeistern konnten, die mich einfach am meisten mitgenommen haben. Jedes dieser Bücher hatte etwas Besonderes an sich und deswegen kann ich nicht sagen, das ist Platz 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Bücher sind alle gleich zu bewerten für mich. Und ich habe jetzt einfach das genommen, was oben auf dem Stapel lag und das ist Cat und Cole, ein grausames Spiel. Der zweite Teil der Cat und Cole Reihe und es war eine so gelungene Fortsetzung. Ich kann hier zum Inhalt nichts sagen. Ich kann im Prinzip bei allen 5 Büchern zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Ich kann euch aber grob sagen, worum es in dieser Reihe im ersten Band immer geht. Bei Cat und Cole geht es im Prinzip darum, dass unsere Welt durch einen Zombie-Virus in die Apokalypse gestürzt wurde und wir treffen unsere Protagonistin Cat, die ganz alleine im Wald in einer Hütte lebt und dort versucht zu überleben. Und ihr Vater ist ein sehr, sehr großer Professor, der daran gearbeitet hat, den Zombie-Virus zu bekämpfen. Doch ihr Vater wurde vor mehreren Jahren entführt und sie hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und ja, Cat lebt dann halt so ihr Leben und versucht halt, wie gesagt, zu überleben. Und eines Tages taucht Cole bei ihr auf und erzählt ihr gewisse Dinge, die sie so nicht recht glauben kann. Und ja, dann beginnt das Abenteuer von Cat und Cole und was mit den beiden alles passiert und was alles noch hinter dieser Geschichte steckt, das ist, worum es in dieser Reihe im Prinzip geht. Und ich muss sagen, allein wo ich angefangen habe, damals Cat und Cole zu lesen, den ersten Teil, habe ich dieses Buch sofort begeistern können. Denn dieser Zombie-Virus, den es hier in dieser Geschichte gibt, funktioniert umgekehrt. Das heißt, nicht die Infizierten greifen die Menschen an, sondern die Infizierten wecken bei den gesunden Menschen quasi die Urinstinkte. In dem Buch nennt man das den Grimm. Und die Nicht-Infizierten drehen daraufhin durch und greifen die Infizierten an, töten sie und fressen sie auf. Und das fand ich so spannend damals vom Ansatz her, dass dieser Zombie-Virus quasi umgedreht funktioniert. Das hat mir so gut schon allein gefallen, damit hatte mich das Buch eigentlich auch schon. Und wie sich diese Geschichte dann entwickelt, das ist so unglaublich. Es ist so krass, was alles noch in dieser Geschichte steckt, was alles noch aufgedeckt wird, was da für Intrigen gesponnen worden sind, was es mit Cat und Cole und ihrem Vater auf sich hat. Da gibt es noch viele andere Nebencharaktere, die dann eingeführt werden in diese Geschichte. Es ist so spannend zu lesen, was es mit diesen Charakteren auf sich hat und ich finde diese Geschichte einfach großartig. Ich weiß noch, dass ich beim ersten Teil viele Probleme mit dem technischen Aspekt hatte. Das war auch, glaube ich, beim zweiten Teil wieder so ein bisschen der Fall.
denn dieses Buch ist sehr technisch erklärt. Das heißt, es gibt in dieser Reihe eine höher entwickelte Technologie, was unseren Körper beeinflusst. Jeder Mensch hat in seinem Arm quasi ein Panel, was dort wächst. Das wird schon bei der Geburt quasi dort eingepflanzt und damit kann der Mensch seinen Körper in einer gewissen Art und Weise modifizieren. Und das hat die Autorin halt versucht, alles sehr genau zu beschreiben und zu erklären, dass das halt für uns als Leser auch verständlich ist. Und das war für mich damals beim Lesen ein bisschen viel und das hat mich damals ein bisschen gestört. Aber im zweiten Teil war es auch wieder, wie gesagt, ein bisschen technisch, aber nicht mehr so schlimm. Und ich muss sagen, beim zweiten Teil hat mich das nicht mehr so dolle gestört wie beim ersten. Also ich kann wirklich Kate und Cole jedem nur empfehlen, schaut euch diese Reihe an. Sie ist so unglaublich gut. Es ist eine postapokalyptische Science-Fiction-Geschichte. Und ja, ich mag sie total. Das Ende vom zweiten Teil, es war so krass. Und ich habe am Ende nur gedacht, das kann die Autorin jetzt nicht mit uns machen. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, dass sie das mit uns tut. Und ja, deswegen, Cat und Cole, definitiv eins meiner Jahreshighlights. Dann habe ich mit dem Schätzchen hier noch diese Reihe beendet. Und zwar ist das der dritte Teil der Legende der vier Königreiche, besiegelt von Amy Tintera. Und diese Reihe habe ich unglaublich geliebt. Also ich liebe sie auch immer noch. Und die Legende der vier Königreiche ist eine so gute High-Fantasy-Jugendgeschichte. In dieser Geschichte geht es ja um Emilia. Und Emilia versucht im Prinzip ihre Schwester zu befreien. Es gibt in dieser Welt vier Königreiche. Es gibt Ruina, es gibt Lera, es gibt irgendwas mit Ich weiß gerade die anderen zwei Königreiche nicht mehr. Aber vornehmlich geht es um Lera und Ruina, die gegeneinander Krieg führen. Und der König von Lera hat die Schwester von Emma, Emilia, entführt und Olivia, so wie ihre Schwester heißt, ist quasi die Thronerbin von Ruina und Emilia versucht jetzt halt alles, um ihre Schwester zu befreien und dafür beginnt diese Geschichte gleich mit einem Mord. Denn Em, wie sie in dieser Reihe immer genannt wird, tut die Verlobte des Prinzen von Lera töten und ihren Platz einnehmen, um sich so in das Königreich Lera einzuschleichen, um so herauszufinden, wo ihre Schwester ist, was mit ihr passiert ist, um sie schlussendlich zu befreien. Und ja, das ist der Ansatz in dieser Geschichte und diese Geschichte entwickelt sich einfach so unglaublich. Es ist so toll zu sehen, was zum einen M für eine Entwicklung durchmacht in der Geschichte. Ich fand aber auch unseren Love Interest Cass einfach unglaublich toll. Die beiden machen eine so tolle Entwicklung durch in der Geschichte. Die Liebesgeschichte, die in dieser Geschichte hier drin vorkommt, die finde ich so gut erzählt. Ich finde es so nachvollziehbar, wie die beiden handeln und agieren. Und ja, ich finde einfach diese ganze Geschichte toll. Es läuft dann am Ende hier in dieser Geschichte auf einen großen Krieg hinaus. Und ja, im dritten Teil geht es halt darum, wie sich das Ganze entscheidet, was am Ende genau passiert, für wen M sich entscheidet, auf welcher Seite sie schlussendlich steht. Denn es entwickelt sich in dieser Geschichte nicht alles so, wie man es erwartet. Und ich fand die Geschichte einfach unglaublich toll. Mir hat diese ganze Reihe unglaublich viel Spaß gemacht. Auch hier finde ich, dass diese Reihe viel, viel, viel zu wenig gezeigt wurde, viel zu wenig irgendwie erwähnt wurde. Und deswegen muss ich diese Reihe immer wieder in die Kamera halten und kann ich nur sagen, lest die Legende der vier Königreiche, wenn ihr nach einer guten Jugend-High-Fantasy-Geschichte sucht. Die Bücher sind auch alle nicht so dick, das heißt, man hat sie auch echt extrem schnell gelesen. Und ich liebe diese Reihe, deswegen der dritte Teil war so gut, der Abschluss dieser Reihe war verdammt gut. Es sind Dinge passiert, wo ich echt gedacht habe, what the hell? Okay, und auch die Entscheidung, die M am Ende in dieser Reihe trifft, ist echt richtig krass und nachvollziehbar aber auch. Und ja, ich liebe diese Reihe einfach. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an. Eine sehr, sehr tolle Jugend-High-Fantasy-Geschichte, die einfach nach meinem Geschmack war. Mein nächstes Jahreshighlight war auch der Abschluss einer Reihe. Und zwar habe ich am 31.12.2019 diese Reihe hier beendet. Size von Neil Schusterman. Und jeder, der mich schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich Size vom ersten Buch an extrem gefeiert habe. Ich liebe diese Welt. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe einfach alles an dieser Reihe. Und Size ist einfach eine so unglaublich gute Geschichte. Die Liebesgeschichte, die es in dieser Reihe gibt, spielt wirklich nur am Rande so eine Rolle. Also sie ist schon wichtig für die Reihe, aber sie wird halt nicht sehr stark thematisiert. Also alle, die nicht so auf Liebesgeschichten stehen, für die ist Size auf jeden Fall was. Und ich kann nur sagen, dass ich es einfach großartig fand, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Wir leben hier bei Size in einer utopischen Welt. Es gibt keinen Tod mehr. Die Menschheit hat es geschafft, den Tod zu überwinden und dadurch leben die Menschen in ziemlich großer Sicherheit, um halt auch
Aber um der Überbevölkerung auf der Erde entgegenzuwirken, hat man das Size-Tum erschaffen. Und ein Size ist ein Mensch, der andere Menschen töten darf. In diesem Buch heißt es Nachlesen. Und ja, ein Size hat eine bestimmte Nachlesequote in seiner Region, wo er arbeitet. Er muss jetzt zum Beispiel im Monat, keine Ahnung, 2500 Menschen töten. Jetzt einfach mal so, ich weiß nicht mehr, wie diese Quoten waren. Auf jeden Fall ist ein Size halt dazu da, um halt Menschen zu töten. Und ein Size steht quasi über allem. Ein Size darf in dieser Gesellschaft alles. Er darf sich alles nehmen, was er möchte. Er muss nicht fragen. Und ja, Size haben dadurch schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert und eine ganz besondere Macht. Und unsere Geschichte beginnt mit Citra und Rowan. Und Citra und Rowan sind zwei ganz normale Jugendliche, die gerade dabei sind, zu schauen, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten. Und sie wissen noch nicht so richtig, wohin das Ganze gehen soll und was sie erreichen möchten in ihrem Leben. Und ja, da taucht eines Tages ein Size auf und sagt, er möchte sie in die Lehre nehmen. Und ja, damit beginnt unsere Geschichte. Denn was Citra und Rowan während ihrer Ausbildung zum Size alles erleben, was dort für Intrigen gesponnen werden, was mit Rowan alles passiert, und das ist echt richtig heftig, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Diese Geschichte entwickelt sich einfach so unglaublich gut. Die Geschichte entwickelt sich in einer Richtung, die ich nicht von Anfang an habe kommen sehen. Und einfach diese komplette Reihe, was da alles passiert und was am Ende einfach rauskommt, das ist so unglaublich. Wirklich, ich habe hier beim Lesen vom letzten Teil die ganze Zeit gedacht, okay, was passiert hier? Was passiert hier? Denn man hat hier verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Charakteren, die sich an verschiedenen Punkten auf der Welt befinden, die man liest im dritten Teil. Und man fragt sich am Ende einfach, worauf führt das Ganze hinaus? Und ganz am Ende ergibt es ein großes Ganzes und alle Charaktere, die wir gelesen haben, treffen aufeinander. Und jeder hat seine Rolle in dieser Geschichte gehabt. Und es ist einfach so unglaublich gut. Leute, ich kann euch wirklich nur sagen, diese Reihe ist einfach mega. Wirklich Oberhammer. Ich liebe Size. Und jeder, der mich jetzt fragen würde, sag mir mal eine Geschichte, wo ich halt wirklich Spaß habe am Lesen, die spannend ist, wo ich tolle Charaktere habe, wo ich Charaktere mit einer gewissen Tiefe habe, wo ich eine Geschichte habe, wo ich nicht unbedingt alles kommen sehe, dann würde ich immer sagen, greif zu Size. Wirklich. Ich liebe diese Reihe und deswegen definitiv eins meiner Jahreshighlights. Zwei Bücher haben wir noch bei den Jugendbüchern und zwar habe ich im Juli noch gelesen Dark Elements 4, glühende Gefühle von Jennifer L. Armentrout. Und jeder, der mich schon eine Weile verfolgt, weiß, Jennifer L. Armentrout ist meine Queen. Sie ist meine absolute Lieblingsautorin. Sie trifft 1000% meinen Geschmack mit ihrer ganzen Art und Weise, wie sie Geschichten schreibt, wie sie Geschichten erzählt. Mit ihrem Humor, ihrem Sarkasmus und allem trifft sie on point meinen Geschmack. Ich liebe ihre kitschigen, schmalzigen, stereotypischen Geschichten. Und ja, ich habe Dark Elements glühende Gefühle gelesen. Das ist das Spin-off zur Dark Elements Reihe. Das ist quasi der vierte Teil. Es geht aber hier um ein anderes Paar. Es geht um eine andere Geschichte. Und ja, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe es geliebt. In Dark Elements 4 geht es um Zane. Zane kennen wir schon aus den ersten drei Teilen. Er hatte dort eine Nebenrolle. Und ja, Zane bekommt jetzt hier quasi seine eigene Geschichte. Und Zane trifft in dieser Geschichte auf Trinity. Trinity ist unsere Protagonistin. Und Trinity und Zane begegnen sich und ja, da ist natürlich sofort dieses gewisse Gefühl, was beide verspüren, dass da irgendwas ist. Und Trinity lebt in einer Gemeinschaft der Gargoyles, ist aber kein Gargoyle. Und man als Leser versucht das ganze Buch über erstmal herauszufinden, was sie denn eigentlich ist. Und das ist sehr, sehr spannend auch gewesen, wo dann rauskam im Endeffekt, was sie ist. Also man vermutet es als Leser dann, glaube ich, schon irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Und das dann aber zu lesen und zu sehen, was sie dann halt auch dadurch kann und was sie dadurch ausmacht, das ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ja, ich fand die Geschichte zwischen Trinity und Zane einfach ganz, ganz toll. Hier in diesem Teil kommt natürlich auch eine neue Bedrohung mit ins Spiel. Die Gargoyles werden angegriffen und vernichtet und natürlich steht auch die komplette Menschheit wieder auf dem Spiel. Wie sollte es auch anders sein? Und ja, das müssen unsere Charaktere in dieser Geschichte hier verhindern. Die Menschheit muss gerettet werden und ja, wie das dann weitergeht, das sehen wir dann im zweiten, dritten, vierten, fünften Teil. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teile für diese Reihe geplant sind. Aber ich kann nur sagen, dass der Auftakt der Spin-Off-Reihe zur Dark Elements-Reihe mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, offiziell ist es ja der vierte Teil, Dark Elements glühende Gefühle, aber für mich ist halt das Spin-Off, der erste Teil. Und ja, was soll ich dazu sagen? Jennifer L. Armentrout, meine Queen. Ich
liebe ihre Geschichten. Ihr müsst nicht zwingend die ersten drei Teile gelesen haben, um dieses Buch hier zu lesen. Ich empfehle es aber, da ja diese Geschichte schon in einer gewissen Art und Weise auf den anderen Teilen aufbaut. Also es kommen hier so Anspielungen und Dinge drin vor, die ihr dann eventuell nicht verstehen könntet, wenn ihr die ersten drei Teile nicht gelesen habt, aber ist ja immer so bei einem Spin-off. Und ja, Dark Elements, glühende Gefühle, eins meiner Jahreshighlights, wer hätte es gedacht, Jennifer Armentrout. Wie oft kommt Jennifer Armentrout denn eigentlich noch hier drin vor? Sie kommt nochmal auf jeden Fall drin vor in meinen Highlights. Und ja, ich kann euch diese Reihe nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Tolle Charaktere, tolle Geschichte, tolle Welt und ich liebe verdammt nochmal Gargoyles. Und ich finde es so cool, dass Jennifer Armentrout eine Geschichte über Gargoyles geschrieben hat und deswegen ist und bleibt die Dark Elements Reihe meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout. Allein wegen der Gargoyles. Und mein letztes Jahreshighlight, wer hätte es gedacht, ist von Jennifer Armentrout. ja, ich habe Rebellion Foresize gelesen und oh Gott, Rebellion war einfach auch eine so unglaublich gute Geschichte. Dieses Buch hatte auch einfach alles, was ein gutes Buch ausmacht. Und ich muss es mal aus der Kamera nehmen, weil ich sonst wieder anfange, extrem gelb zu werden. Also ja, Rebellion, definitiv eins meiner Jahreshighlights. Ich kann euch dieses Buch auch wirklich nur empfehlen. Es ist eine unglaublich gute Geschichte. Rebellion ist der zweite Teil der Revenge-Reihe. Es ist zwingend erforderlich, bevor ihr Rebellion lest, Revenge zu lesen. Erforderlich ist es nicht, aber ich empfehle auch hier im Vorfeld Obsidian zu lesen, denn die Revenge-Reihe ist das Spin-off zur Obsidian-Reihe. Und wenn ihr erst Revenge lest und dann irgendwann mal später Obsidian, seid ihr komplett auf Obsidian gespoilert. Das heißt, ihr wisst komplett, was am Ende passiert. Ihr wisst komplett, wie diese Reihe ausgeht und das ist immer nicht so schön. Deswegen, falls ihr Revenge lesen wollt, empfehle ich euch definitiv vorher Obsidian zu lesen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, auf jeden Fall, bevor ihr Rebellion lest, ist es Pflicht, Revenge zu lesen, weil sonst versteht ihr das nicht. Denn ja, das ist auch wieder eine Reihe, die aufeinander aufbaut. Die Geschichte ist komplett zusammenhängend und wird fortgeführt. Und ja, in Revenge geht es um Evie. Und Evie ist ein ganz normales Mädchen, geht zur Highschool und ja, trifft eines Tages in einem mysteriösen Club auf Luke. Und sie ist sofort fasziniert von Luke und hat auch so ein ganz bestimmtes Gefühl bei ihm, was sie nicht einordnen kann. Sie hat das Gefühl, ihn zu kennen. Und weiß aber nicht, woher. Und sie fühlt sich halt natürlich auch unglaublich zu ihm hingezogen. Und ja, dann passieren gewisse Dinge bei ihr in ihrem Umfeld, an ihrer Schule und auch Dinge mit ihr. Und ja, was das für Dinge sind, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und was Luke damit zu tun hat, das ist es, was es herauszufinden gilt in Revenge. Und ja, Rebellion setzt jetzt direkt an Revenge an, direkt an den Ereignissen setzt es an. Und die Geschichte entwickelt sich dann hier weiter und ja, was einfach in diesem Buch passiert, ist einfach so unglaublich krass. Also, wie viele Leute in diesem Buch einfach auch wieder sterben. Ich dachte mir, Jennifer Armentrout, holy moly, du hast keine Angst mehr, irgendwelche Leute zu killen. Ich habe das bei Obsidian ja damals schon gemerkt, im letzten Teil, wo dieser eine Charakter gestorben ist, da dachte ich schon, holy shit, die Frau hat einfach kein Gewissen mehr, irgendwelche Leute abzumoxen in ihren Büchern. Und das finde ich gut, ne? Es gibt ja so gewisse Bücher, wo man halt merkt, okay, der Charakter hat jetzt halt einfach überlebt, damit er halt einfach überlebt, damit man als Leser nicht traurig ist. Aber es wäre vielleicht für die Geschichte auch ganz gut gewesen, wenn der vielleicht einfach gestorben wäre, weil das dann einfach für den Charakter, also für den Protagonisten vielleicht nochmal irgendwie der Entwicklung gut getan hätte. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, Jennifer Armentrout ist über diesen Punkt hinweg und sie denkt sich einfach so, ich bringe hier die Leute um, die jetzt so nicht mehr so wichtig sind für die Geschichte, was aber für die Charaktere wichtig ist, woraufhin die Charaktere natürlich auch wieder eine gewisse Entwicklung durchmachen. Und das fand ich in diesem Buch einfach so unglaublich gut. Also sind verdammt viele Leute gestorben und bei ein paar Leuten weiß man auch noch nicht, was mit denen passiert ist, wo ich so denke, so, hoffentlich haben die wenigstens überlebt. Und ja, also ich finde, Rebellion ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Fortsetzung zu Revenge. Und ich finde auch, die Geschichte hat hier nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, was halt auch die Entwicklung der eigentlichen Story betrifft. Also man hat ja am Ende vom ersten Teil so eine Vermutung, in was das Ganze sich jetzt entwickelt, in was für eine Richtung und dann ist doch wieder alles ganz anders. Und Jennifer Armentrout schafft es halt immer wieder auch mit neue Ideen nochmal in die Geschichte einzubringen. Ich habe bei Obsidian damals schon gedacht so, ach du Scheiße, was soll denn jetzt noch alles kommen?
Und dann kam wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues. Und da wurde noch eine neue Idee eingeworfen. Und am Ende hat sie ihr ganzes Konstrukt in sich zusammenbrechen lassen bei Obsidian. Und das war so unglaublich gut und das war so krass. Und ich habe halt bei Revenge gedacht, so was soll denn jetzt noch kommen, bitte? Was soll jetzt nach Obsidian und dem Ganzen, was da passiert ist, noch kommen? Und Jennifer Harmcourt schafft es einfach, da noch ein Ding draufzusetzen und dann noch was Neues in die Geschichte reinzubringen und noch was Neues rauszuhauen. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wie gut ist das bitte? Und ja, ihr seht, ich bin begeistert von Rebellion. Ich liebe diese Geschichte sehr. Ich liebe Jennifer Armentrout einfach. Und ja, ich kann euch Rebellion Revenge definitiv nur empfehlen. Empfehle euch aber gleichzeitig, lest vorher Obsidian, denn das ist auch eine so unglaublich gute Reihe. Und ja, das waren meine Top 5, was die Jugendbücher betrifft. Jetzt kommen wir zu meinen Top 5, was die Liebesromane betrifft. Und ich rede schon wieder so viel, dass dieses Video wieder unglaublich lang wird. Aber hey, ihr habt mir in den letzten Videos immer kommentiert, wir würden auch ein 98-Minuten-Video von dir gucken. Okay, ich glaube 98 Minuten werden das jetzt hier nicht, aber das wird schon ein bisschen länger werden, glaube ich. Machen wir jetzt weiter mit den Liebesromanen. Das erste Buch, was ich euch zeige, ist ein Jugendbuch. Also es ist keine richtige erotische Liebesgeschichte, wie jetzt die anderen, die ich so habe. Ja, bei den anderen ist überall so ein erotischer Anteil mit drin, bei der ersten nicht. Das erste ist ein Jugendbuch und allein deswegen sticht es für mich schon draus hervor, weil ich wirklich sehr, sehr selten Liebesromane im Jugendbuchbereich lese, weil ich doch lieber eher schon Liebesromane lese, wo die Charaktere sonst auch ein bisschen älter sind. Ich bin ja nun auch keine 15 mehr, ne? Deswegen lese ich inzwischen lieber Geschichten, wo die Charaktere auch ein gewisses Alter haben. Deswegen ist es für mich eher seltener geworden, dass ich Jugendliebesromane lese. Und ja, dieses Buch allerdings wurde so in den Himmel gelobt und wurde überall gehypt und wurde so gezeigt. Und ich war dann einfach so gespannt auf die Geschichte, dass ich mir dieses Buch gekauft habe und dass ich es gelesen habe. Und ich habe bei diesem Buch geweint. Ich habe mit der Protagonistin gelitten. Ich fand diese Geschichte einfach unglaublich gut. Mir hat es echt mein Herz zerrissen in diesem Buch. Also wirklich, ich konnte mich so in die Protagonistin hineinversetzen. Ich habe so mit der gefühlt. Das war so unglaublich krass. Und da muss ich auch ein ganz großes Lob an die Autorin aussprechen. Ja. Das schafft selten ein Buch, mich so mitzunehmen und mich so zu begeistern. Ich habe dieses Buch auch unglaublich schnell gelesen und ja, ich fand dieses Buch in sich perfekt. Ich fand auch das Ende perfekt, weswegen ich den zweiten Teil dieses Buches nicht lesen werde. Und na, wer weiß schon, um welches Buch es sich handelt? Cinder und Ella von Kelly Oram. Wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, weil es so extrem gehypt wurde und war so gespannt auf die Geschichte und es hat mich einfach so umgehauen, dieses Buch. Ich war so begeistert von dieser Geschichte. Was Ella alles erlebt in diesem Buch ist der Hammer und auch Cinder ist ganz, ganz toll und was in diesem Buch alles passiert und wie sich das alles entwickelt, das ist so unglaublich gut und Cinder und Ella ist ja eine Adaption auf Aschenputtel und es ist wirklich cool umgesetzt. Man erkennt das Märchen hier auf jeden Fall schon drin wieder. Und ja, ich fand dieses Buch einfach rundum perfekt. In diesem Buch geht es um Cinder und Ella und die beiden sind Internetfreunde. Sind die besten Internetfreunde und sie haben vor, sich irgendwann auch mal persönlich zu treffen. Und sie kennen halt nichts, also sie kennen halt, was den anderen betrifft, die kennen sich in- und auswendig. Aber sie wissen halt nicht die richtigen Namen, sie wissen nicht, wie sie aussehen, sie wissen nicht, wie, ich glaube doch so, wie alt sie sind, das wissen sie voneinander. Auf jeden Fall, ja, wollen sie sich dann auch irgendwann mal treffen und dann passiert etwas. Ella hat einen Autounfall und ja, es passiert etwas ganz, ganz Schreckliches, woraufhin sich Ellas komplettes Leben verändert. Sie muss sehr, sehr lange im Krankenhaus bleiben und Ella verliert ihren Lebensmut und ihre ganze Welt bricht quasi auseinander und sie bricht auch den Kontakt zu Cinder ab dadurch. Und ja, es ist dann viele, viele Monate später, wo sie wieder Kontakt zu Cinder aufnimmt und er freut sich natürlich total, endlich wieder was von seiner besten Freundin zu hören. Er hatte sich solche Sorgen gemacht, was mit ihr passiert ist und ja, die beiden kommen dann wieder in Kontakt miteinander und Cinder ist halt immer noch an dem gleichen Punkt wie vorher. Er möchte sich mit Ella treffen, doch Ella traut sich nicht mehr, denn
das, was bei diesem Unfall mit Ella passiert ist, hat sie halt fürs Leben gezeichnet und sie hat dadurch halt auch komplett ihr Selbstvertrauen verloren, ihr Selbstbewusstsein verloren und ja, verkriecht sich halt auch quasi in ihrem Zimmer, in ihrer eigenen kleinen Welt und ja, das versucht Cinder natürlich rückgängig zu machen und versucht sie da wieder ins Leben zurückzuholen und was halt mit den beiden alles so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht und wie gesagt, ich fand diese Geschichte so unglaublich gut. Was dort mit Ella passiert ist, das ist so krass, das ist so heftig. Wie sich ihre ganze Welt einfach verändert, das ist, wenn man sich da hineinversetzt, das ist einfach so krass und das wünscht man einfach niemanden. Und ja, dann zu sehen, wie sie sich halt zurück ins Leben kämpft, das ist einfach eine so tolle Geschichte und ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen. Wie gesagt, für mich war der erste Teil perfekt, wie er war. Er war auch vom Ende her perfekt für mich. Weswegen ich nicht vorhabe, den zweiten Teil von Cinder und Ella zu lesen. Ganz einfach, weil ich mir diese perfekte Geschichte nicht kaputt machen möchte. Ich habe schon zwei, drei Meinungen zum zweiten Teil gehört, die meine Vermutungen alle so bestätigt haben. Und ja, deswegen werde ich den zweiten Teil nicht lesen. Und ja, für mich eine perfekte Liebesgeschichte, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Lest sie, sie ist so unglaublich gut. Auch wenn es ein Jugendbuch ist, ist völlig egal. Lest diese Geschichte. Das nächste Jahreshighlight, was ich euch zeige, ist auch von einem meiner Lieblingsautorinnen aus dem Liebesromanbereich. Ich würde sagen, was Liebesromane betrifft, kommt sie gleich nach meiner Queen, nämlich Brittany C. Cherry. Und ja, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, kam im Oktober raus. Ich habe es gelesen. Ich habe auch hier geweint. Ich habe so mit der Protagonistin mitgefühlt. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte so unglaublich gut. Und diese ganze Geschichte war einfach nur krass. Diese ganze Geschichte war einfach nur toll. Es war toll zu lesen, wie unsere Charaktere miteinander umgegangen sind. Es war toll zu sehen, wie sich unsere Charaktere entwickelt haben, wie sie sich verändert haben. Und ja, es war einfach eine so tolle Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Grace. Grace ist inzwischen 30 Jahre alt und ihr ganzes Leben ist am Arsch. Ihr Mann hat sie verlassen. Sie war immer das liebe, brave Hausmütterchen quasi. Sie hat halt immer alles getan für ihren Mann und den einzigen Wunsch, den sie in ihrem Leben hatte, war halt schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Und ja, dieser Wunsch ist ja halt leider nicht erfüllt worden. Sie hatte mehrere Fehlgeburten, woraufhin sie sich halt auch selber in sich zurückgezogen hat und sich halt auch von ihrem Mann entfremdet hat, woraufhin er dann halt, wie gesagt, die Ehe für gescheitert angesehen hat und sich von ihr getrennt hat. Und zu Beginn der Geschichte treffen wir auf Grace, die quasi gerade ihr Haus verkauft hat und auf den Weg zurück nach Hause ist, zu ihrer Familie, in ihre Heimatstadt, um dort bei ihrer besten Freundin zu wohnen und gerade an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie einfach nicht weiß, was ist sie eigentlich für ein Mensch, was will sie mit ihrem Leben anfangen, wo führt das Ganze jetzt hin, was soll sie jetzt tun? Sie ist einfach total verloren zu Beginn der Geschichte und ja, trifft dann an bei der Rückkehr in ihre Heimatstadt auf Jackson, denn ihr Auto gibt den Geist auf und Jackson gehört die Autowerkstatt zusammen mit seinem Vater und Jackson ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Er ist halt immer mies drauf und er ist total abfällig anderen Menschen gegenüber, aber er sieht natürlich unglaublich gut aus. Und ja, Jackson ist auch einige Jahre jünger wie Grace und ja, Grace spürt aber halt, dass zwischen den beiden irgendeine Verbindung ist und ja, die beiden begegnen sich dann halt immer wieder und ja, was dann halt mit Jackson und Grace alles so passiert und was noch alles hinter der Trennung steckt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, Brittany C. Cherry hat halt diese Geschichte einfach wieder unglaublich gefühlvoll erzählt. Ich, wie gesagt, leide bei Brittany C. Cherry immer mit den Charakteren, immer, wirklich immer. Brittany C. Cherry schreibt einfach die gefühlvollsten Geschichten mit den krassesten Plottwists, mit Wendungen, die man nicht kommen sieht. Also Brittany C. Cherry schreibt definitiv für mich mit die perfektesten Liebesgeschichten. Also da kommt echt schwer was ran, was Liebesgeschichten betrifft. Also wie gesagt, Brittany C. Cherry kommt von den Autoren her für mich gleich nach Jennifer Armentrout. Jennifer Armentrout ist und bleibt halt meine Queen, die steht halt einfach auf ihrem Podest. Und auch was die Liebesromane betrifft, steht sie für mich auf dem Podest, auch wenn sie halt nicht solche gefühlvollen Geschichten schreibt. Aber sie schreibt halt trotzdem wahnsinnig tolle Liebesgeschichten, die mich halt auf eine andere Art und Weise ansprechen. Und ja, wer gefühlvolle Liebesgeschichten sucht, sollte sich die Bücher von Brittany C. Cherry unbedingt angucken. Definitive Leseempfehlung. Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, schaut es euch an. Ich liebe, liebe, liebe es. Das nächste Jahreshighlight hat mich quasi von der ersten Seite an zum Lachen gebracht. Ich habe dieses Buch versehentlich angefangen zu lesen. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch lesen,
mit der Nina zusammen und habe dann aber versehentlich dieses Buch angefangen, weil es der zweite Teil dieser Reihe ist. Und wer meine anderen Videos geguckt hat, weiß jetzt, welches Buch kommt. Und ja, es ist der zweite Teil dieser Reihe. Wir wollten eigentlich den ersten zusammen lesen. Und dann hatte mich der zweite Teil aber so gepackt, dass ich mit Nina den ersten gelesen habe und ich zum allerersten Mal in meinem Leben parallel den zweiten Teil einer Reihe gelesen habe. Sowas ist mir vorher noch nie passiert. Aber dieses Buch hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich, wie gesagt, einfach von der ersten Seite an lachen musste. Dieses Buch hatte mich sofort, es hat mich sofort angesprochen. Es ist sofort hier in meinem Herzen gewesen. Und ja, ich rede von Idol 2, Gib mir dein Herz von Kristen Callihan. Eine so tolle Geschichte. Für mich macht diese Geschichte die Charaktere aus. Die Charaktere in diesem Buch sind einfach so unglaublich toll. Es geht in diesem Buch um Sophie und Sophie tritt eine neue Stelle an und fliegt dafür nach London. Und auf diesem Flug hat sie einen etwas nervigen Sitznachbar, nämlich Gabriel Scott. Sie weiß aber nicht, wer ihr Sitznachbar ist zu diesem Zeitpunkt und ja, Gabriel hat unglaubliche Flugangst und Sophie merkt das und sie merkt halt auch einfach, dass er total versteift ist und total den Stock im Arsch hat und sie ist halt so ein Sonnenschein und so ein lebensfroher, fröhlicher Mensch und ja, sie versucht ihn dann halt abzulenken und drückt ihm dann halt auch Sprüche rein und macht ihn halt auf eine ganz unverschämte Art und Weise einfach an und ja, es ist einfach so witzig zu sehen, wie diese beiden im Flugzeug so miteinander interagieren und ja, als sie dann in London landen, stellt sie fest, dass Gabriel ja ihr neuer Boss ist und sie sich ganz schön vor ihrem neuen Chef blamiert hat und ja, das nicht so günstig ist und sie jetzt natürlich auch ein bisschen Angst um ihren Job hat und ja, was halt mit Gabriel und Sophie alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Man muss einfach sagen, Gabriel Scott ist ein Mann, der beschrieben wird wie der schönste Mann der Welt und so stelle ich ihn mir auch vor und ja, Gabriel ist einfach ein Mensch, der hat einfach einen Stock im Arsch. Es ist einfach so. Man kann es nicht anders sagen, er ist total steif und er ist total empathielos, er weiß nicht wirklich, wie er mit Menschen umgehen soll, er ist total introvertiert eigentlich, aber er hat nach außen halt eine total harte, raue Schale und es ist einfach so toll zu sehen in diesem Buch, wie Sophie damit umgeht und wie sie so durch seine harte Schale dringt und es ist einfach eine so tolle Liebesgeschichte, die auch absolut witzig ist und die auch super süß erzählt ist und man lernt Gabriel in diesem Buch einfach lieben. Ich liebe Gabriel Scott, wirklich. Er ist ein so toller Charakter und wie gesagt, er ist der schönste Mann der Welt. Was will man da sagen? Ich glaube, er ist tatsächlich der schönste Mann der Welt. Also so wie er da auch beschrieben wird in diesem Buch, ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Ja, was soll ich zu diesem Buch noch sagen? Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Geschichte, ich liebe das Setting, ich liebe das ganze Drum und Dran. Es ist einfach eine perfekte Liebesgeschichte, die jetzt nicht so dramatisch ist, wie wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Aber sie ist halt ganz, ganz toll erzählt und ich liebe die komplette Reihe sehr. Also ich kann euch die komplette Idol-Reihe wirklich nur ans Herz legen. Lest sie. Es sind so tolle Geschichten und Kristen Callihan ist auch eine ganz, ganz tolle Autorin. Die The Darkest London-Reihe von Kristen Callihan ist heute immer noch eine meiner absoluten Lieblingsreihen mit. Und ja, ich kann euch Idol auch wirklich nur empfehlen. Lest die komplette Reihe. Lest aber unbedingt auch den zweiten Teil. Er ist so gut. Ich liebe, liebe, liebe Gabriel Scott. Mehr kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Schaut euch diese Reihe an. Einfach so verdammt gut. Mein nächstes Jahreshighlight gehört für mich so in die gleiche Kategorie wie Idol. So zu den lustigen, sexy, süßen, ans Herz gehenden Liebesgeschichten. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe gelacht. Ich habe wirklich, bei diesem Buch habe ich Tränen gelacht, wirklich. Es ist einfach eine so witzige Geschichte. Es sind solche Fremdschämen-Momente in diesem Buch, dass man einfach das Buch zuklappt und denkt so, ich kann das nicht lesen. Ich kann nicht lesen, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh mein Gott. Und man möchte sich einfach die Augen zuhalten und denkt sich einfach nur, puh, lass es einfach gleich vorbei sein für die Protagonistin. Es ist so peinlich. Und so ging es mir auch schon beim ersten Teil. Der zweite Teil war jetzt nicht unbedingt besser wie der erste, aber ich würde sie auf eine Stufe stellen. Also diese beiden Bücher sind einfach richtig, richtig gut. Ja gut, vielleicht war der zweite Teil auch so ein bisschen besser noch wie der erste. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Szene am Flughafen, dass ich diese Szene nie vergessen werde in meinem Leben, weil sie einfach so lustig ist und ich so Tränen gelacht habe. Und zwar, ich rede von Keep von Helena Hunting. Das ist der zweite Teil der Mills Brothers Reihe und dieses Buch ist einfach so unglaublich gut. Es ist so witzig, es ist sexy, es ist aber wirklich vornehmlich witzig. Und zwar geht es in diesem Buch um Amelie und Amelie wird auf ihrer Hochzeit betrogen.
allein schon, wie das vonstatten geht, ist so, oh, okay. Denn es bekommt jeder mit. Es bekommt einfach jeder mit, wie sie betrogen wird auf der Hochzeit. Und das ist richtig, richtig übel. Und ja, Amelie beschließt daraufhin, alleine in die Flitterwochen zu fahren und denkt sich so, ach, scheiß auf die Welt. Ist mir alles egal. Ich fahre jetzt in meine Flitterwochen und das halt auch alleine. Lasst mich einfach erstmal alle in Ruhe. Und ja, am Flughafen trifft sie auf einen der Hochzeitsgäste, nämlich auf Lexington Miles. Und Lexington ist quasi der Bruder von dem Freund ihrer besten Freundin. So, und die beiden kennen sich auch schon so ein bisschen, hatten aber nie so viel miteinander zu tun. Und ja, jetzt treffen sie halt dann am Flughafen nach der Hochzeit aufeinander. Und Lexington hat natürlich totales Mitgefühl für Amelie. Und ja, dann passiert diese berühmte Szene am Flughafen, zu der ich jetzt hier nichts sagen werde. Alle, die dieses Buch gelesen haben, wissen, welche Szene ich meine. So unglaublich gut. Und merkt halt Amelie, dass Lexington das gleiche Ziel hat wie sie. Denn das Ziel ihrer Reise ist ein Hotel quasi, was der Familie von Lexington gehört. Und er ist ebenfalls quasi dorthin in diese Region unterwegs. Und ja, dann treffen die beiden halt immer wieder aufeinander. Und was dann halt mit den beiden so passiert, das ist, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, wahnsinnig tolle Geschichte. Sie hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel gelacht in diesem Buch. Aber ich muss halt auch sagen, dass mir die Geschichte rund um Amelie und Lexington wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Lexington ist halt auch einfach ein ganz, ganz toller Charakter. Er ist ein ganz, ganz toller Mann. Und Amelie ist echt eine tolle Protagonistin. Ich hätte im ersten Teil, also ich wusste, wo ich den ersten Teil gelesen habe, dass es im zweiten Teil um Amelie geht. Und habe mir beim ersten Teil so gedacht, ich weiß nicht, ich bin mit Amelie noch nicht so richtig warm geworden. Ich bin mal gespannt auf die Geschichte, aber man lernt Amelie hier sofort lieben. Also von daher, eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich liebe Keep. Ich kann euch auch Stay wirklich nur empfehlen. Der dritte Teil, Hold, war so ein bisschen schwächer. Ist auch immer noch eine ganz tolle Geschichte, aber war schon so ein bisschen schwächer. Aber Stay und Keep, definitive Leseempfehlung meinerseits. Schaut euch diese Reihe an. Sie ist so unglaublich gut und vor allen Dingen so witzig und so voller Fremdschämen-Momente. Im ersten Teil auch. Im ersten Teil ist dieser Fremdschämen-Moment auch gleich am Anfang, wo unsere Protagonistin, sie ist Ruby, glaube ich, im ersten Teil, wo sie da auf dieser Bühne steht und wo das dann passiert, weil sie da krank wird. Und oh Gott, Leute, lest diese Bücher. Sie sind so gut, sie sind so witzig, sie sind charmant, sie sind sexy, sie haben tolle Charaktere. Und was soll ich noch sagen? Lest diese Bücher! Damit wären wir bei meinem allerletzten Jahreshighlight aus 2019 bei den Liebesromanen. Und wer hätte es gedacht, hey, Jennifer L. Armentrout. Ja, Jennifer Armentrout gehört auch hier für mich in diese Liste mit rein. Der dritte Teil von Golden Dynasty hat mich einfach unglaublich begeistert. Das Ende dieser Trilogie, der letzte Teil, wo hier alles rauskommt, wo alles nochmal auf den Tisch gepackt wird, es war einfach so gut. Es war wirklich verdammt gut. Hier wurde dann am Ende alles aufgelöst, alle Fragen wurden geklärt und ich dachte mir einfach nur so, was zur Hölle? Oh mein Gott, wie kann das sein? Warum hat das... Also, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich das ein Spoiler würde, aber ich dachte mir nur so, wie kann das sein? Warum ist das so? Warum hat niemand anderes das vorher aufdecken können? Was? Ich saß wirklich da so, was? Oh mein Gott, also es ist wirklich ein wahnsinnig toller Teil. Es ist der Abschluss, wie gesagt, dieses Moonlight Sins heißt es im Englischen, auf Deutsch Golden Dynasty. Es ist der dritte und letzte Teil dieser Reihe und ich muss halt auch sagen, dass mir die Liebesgeschichte hier im dritten Teil am besten gefallen hat. Devlin und Rosie sind einfach ein so tolles Paar und bei Devlin und Rosie ist halt dieser berühmte Spruch, Gegensätze ziehen sich an, definitiv Thema, denn Rosie ist ein sehr offener, sehr spiritueller Mensch und sie ist halt auch in ihren Gefühlen sehr frei und offen und sie hat halt auch schon etwas sehr, sehr Schreckliches erlebt in ihrem Leben und sie hat sich dann halt so zurückgekämpft ins Leben und hat halt alles quasi so getan, was sie wollte, ohne sich halt von ihrem Schicksal da irgendwie reinreden zu lassen und sie ist halt eine gefestigte Frau und sie steht in ihrem Leben und trifft dann halt auf Devlin und Devlin ist halt ein sehr, sehr unnahbarer Mensch, er zeigt nie Gefühle. Er wird halt auch immer als kalt und als der Teufel bezeichnet. Und Devlin und Rosie treffen dann halt immer mal wieder aufeinander. Das hat bestimmte Gründe, die möchte ich jetzt hier auch nicht spoilern. Und was dann halt mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es im Endeffekt geht. Und wie gesagt, diese große Hintergrundgeschichte, die in dieser Reihe noch aufgebaut wird, findet hier ihren Höhepunkt und ihren Abschluss. Und ich dachte am Ende wirklich nur so, was zur Hölle? Was? Was?
Warum? Das habe ich nicht kommen sehen. Also wirklich, ich habe hier dieses Ende habe ich absolut nicht kommen sehen. Und dieses Buch hat mich einfach total überrascht und total begeistert. Und ich habe es weggesuchtet an einem Tag, glaube ich, in einem Rutsch. Ja, doch, ich habe es in einem Rutsch gelesen. Und es war einfach eine so wahnsinnig tolle Geschichte, die ich euch auch wirklich nur empfehlen kann. Ich empfehle, lest diese Reihe wirklich vom ersten bis zum dritten Teil. Es ist einfach so unglaublich gut. Und wie gesagt, diese große Hintergrundgeschichte, die hier aufgebaut wird über diese drei Teile, ist einfach richtig, richtig krass. Und ja, Jennifer Armentrout halt einfach meine Queen. Was soll ich sagen? Sie ist nicht für umsonst meine Queen. Und ja, in Golden Dynasty kann ich euch immer ganz gut sagen, geht es im ersten Teil um Lucien und um Julia. Und es ist Folgendes passiert. Die verschwundene Zwillingsschwester von Lucien ist wieder aufgetaucht und liegt aber im Wachkoma. Und die Familie möchte aber nicht, dass die Öffentlichkeit das weiß, dass sie nach 10 Jahren, nachdem sie verschwunden war, wieder aufgetaucht ist. Und deswegen brauchen sie halt eine private Pflegekraft, die sich halt um die Zwillingsschwester, sie hieß Madeline, glaube ich, die im Wachkoma liegt, um die sie sich kümmert. Und deswegen stellen sie dann halt Julia ein. Und ja, Julia kümmert sich dann halt um Madeline und zieht halt in diese große Villa der Vincents. Und ja, es passieren dann irgendwie mal mysteriöse Dinge. Also irgendwie hat sie das Gefühl, dass die Efeu ranken, dass sie lebendig sind. Türen fallen zu, es gibt unheimliche Luftzüge und Geräusche und sie hört immer so ein Kichern. Und das war von der Spannung her und vom Feeling her beim Lesen für mich schon echt krass. Also so, oh, für so paranormalen Scheiß bin ich ja total empfänglich. Ne? Auf jeden Fall ja, geht es dann im ersten Teil halt um Julia und um Lucien und um das Geheimnis, warum die Schwester verschwunden ist. Und dann passiert halt auch noch ein Mord. Diese Reihe ist einfach so unglaublich gut. Und wie gesagt, dieser paranormale Scheiß, der hier in diesem Buch drin vorkommt, dafür bin ich total empfänglich, ne? Also so Zombies und Monster und all, das ist mir alles egal. Ich kann auch Horrorfilme gucken, das ist kein Thema, ne? Ich kann abschlachten, das ist alles kein Thema. Aber ich kann sowas wie Paranormal Activities kann ich nicht gucken. Wenn da mal so ein Vorhang weht oder so eine Tür sich alleine bewegt, da geht es mir durch und durch, weil ich für so einen Scheiß total empfänglich bin. Deswegen war das für mich in diesem Buch schon so, oh mein Gott, was passiert hier? Und im dritten Teil gipfelte das Ganze dann darauf hinaus. Und ja, Rosie spielt da auch noch eine gewisse Rolle, denn sie ist Geisterjägerin im dritten Teil und ja, soll da bestimmte Dinge erforschen und erklären. Und ja, tolle Reihe, was soll ich sagen. Kann sie euch wirklich nur empfehlen, lest sie. Lest generell alles von Jennifer Armentrout, da seid ihr nie verkehrt. Es sei denn, ihr sagt, ich habe schon mal was von ihr gelesen, das ist überhaupt nicht meins, dann ist das auch okay. Wie gesagt, sie ist meine Queen, mein Geschmack trifft sie 1000% und ja, was soll ich dazu noch sagen? Das waren meine 10-Jahres-Highlights. Ich glaube, dieses Video ist jetzt schon über eine halbe Stunde lang. Ach du Kacke, ach du Kacke. Ja. Kommen wir jetzt nochmal zu meinen Lowlights. Wie gesagt, wer in meiner Videoreihe von alle Bücher aus 2019 aufgepasst hat, weiß ganz genau, was meine Lowlights sind. Denn ich habe alle Bücher nicht mehr hier. Ich habe sie alle schon wieder abgegeben. Das eine hätte ich am liebsten verbrannt. Und ja, fangen wir einfach mit dem ersten Buch an, was mich 2019 am meisten enttäuscht hat. Und zwar war das Show Me the Stars von Kira Mohn. Das war wirklich meine Enttäuschung des Jahres 2019. Ich hatte so hohe Erwartungen an dieses Buch, wirklich. Seit Oktober 2018 habe ich mich auf diese Reihe gefreut, seitdem ich auf dem Bloggertreffen damals war vom Kiss Imprint und das Buch vorgestellt wurde. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, es klingt so unglaublich gut, was da erzählt wird. Und ja, ich habe mich mega auf diese Reihe gefreut und dann kam das Buch raus und ich hatte es ja auch als Rezi-Exemplar angefragt und ja, dann habe ich es gelesen und dachte so, was ist das? Wo ist diese wahnsinnig tolle Geschichte, die mir versprochen wurde? Ich bin in meiner Rezi da noch sehr, ja, sehr harmlos, glaube ich, rangegangen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl immer, je weiter ich mich von einem Buch entferne, umso mehr kann ich das für mich auch erstmal so analysieren und begreifen. Wisst ihr, was ich meine? Also um so einen besseren Blick kriege ich in Bezug auch auf andere Bücher auf, die Bücher, die ich gelesen habe, auch so im Vergleich. Und ja, auf jeden Fall habe ich Show Me the Stars gelesen und das war für mich wirklich die Enttäuschung des Jahres 2019, weil ich mich einfach da so unglaublich drauf gefreut hatte. In diesem Buch hat für mich rückblickend betrachtet wirklich nicht wirklich irgendwas gestimmt. Also die Geschichte vom Grundkonstrukt her
Ist super. Und da hätte echt eine bombastische Geschichte draus werden können. Aber mir hat der Schreibstil von Kira Moon überhaupt nicht gefallen. Der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Die Charakterdarstellung hat mich null angesprochen. Also die Charaktere waren für mich einfach nur flach und oberflächlich. Die hatten keinerlei Tiefe. Der Love Interest war quasi nie da. Und auf einmal haben sie sich geküsst und gevögelt und waren total von Love. Aber der Typ war vorher nie da. Der wurde dreimal erwähnt und ich dachte mir so, alles klar, macht für mich absolut keinen Sinn. Da wurde keine Beziehung aufgebaut, gar nichts. Also ja, dieses ganze Zwischenmenschliche hat für mich einfach komplett nicht gepasst in dieser Reihe. Und auch die Protagonistin war für mich streckenweise sehr naiv und sehr unbedacht. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, Mädchen, was machst du da? Warum? Ja, also wie gesagt, vom Setting her war es super. Also das kann ich nur sagen, das Setting war mega, das hat die Autorin auch super beschrieben. Aber das war auch für mich das Einzigste in diesem Buch, was gepasst hat. Alles andere, das ganze Charakterliche, dieses ganze Zwischenmenschliche, das hat für mich null gestimmt. Und das ist das, was für mich immer mit am wichtigsten ist in der Reihe. Ich hatte auch nach dem ersten Teil nicht das Bedürfnis, den zweiten Teil jetzt zu lesen, weil eigentlich ist es ja immer so, dass im ersten Teil angeteasert wird, um wen es im zweiten Teil geht. Und dann kriegt man schon so ein bisschen so häppchenweise zugeschmissen, was im zweiten Teil passieren könnte. Nichts. Absolut nichts. Die Protagonistin aus dem zweiten Teil wurde kurz gezeigt. Und ja, das ist sie quasi. Wir sind jetzt Best Friends. Und ja, um sie geht es im zweiten Teil. So kam es für mich rüber. Und dieses Buch hat mich einfach überhaupt nicht angesprochen. Wie gesagt, es war so gar nicht meins. Und ich war sowas von enttäuscht von dieser Geschichte. Ja, definitiv meine Enttäuschung des Jahres 2019, weil ich mich einfach so auf dieses Buch gefreut hatte. Ja, muss ich jetzt leider so sagen, hat für mich leider alles nicht gestimmt in diesem Buch. Deswegen ein Lowlight 2019. Machen wir weiter mit dem nächsten Lowlight und auch hier haben wir eine ähnliche Konstellation. Und zwar rede ich von Still Broken von April Dawson. Dieses Buch hatte einfach von allem zu viel. Also das, was bei Show Me the Stars überall irgendwie gefehlt hat, war bei April Dawson's Still Broken zu viel. In diesem Buch war einfach alles drin. Alles an Klischees, alles an Stereotypen, alles, was man in ein New Adult Buch irgendwie reinpacken kann, war da drin. Von einer Entführung über Mafia, über brutalen Ex-Freund, über geheime Identitäten, FBI, da war einfach alles drin. Es war einfach alles zu viel. Es war einfach für mich alles zu viel und es war einfach ab einem gewissen Punkt nur noch lächerlich. Also wirklich, bei diesem Buch hat für mich auch überhaupt nichts gepasst. Die Liebesgeschichte hätte echt gut werden können, wenn dieser ganze Inhalt so auf die Hälfte reduziert wäre, hätte man so ein bisschen was mal rausgenommen und hätte sich auf das Wesentliche konzentriert. Es gab auch da noch einen Autounfall, stimmt, wo noch jemand gestorben ist, wo daraufhin ja jemand dann entschieden hat, dann, dass er sein Leben ändert. Also das gab es ja auch noch. Also es war einfach alles zu viel. Diese ganze Geschichte war einfach zu viel. Da hätte man 3 Bücher draus schreiben können, wirklich. Und das war auch überhaupt nicht meins. Wie gesagt, das driftete dann für mich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch ins Lächerliche ab. Ich habe dann beim Lesen nur gedacht, ja klar, jetzt kommt das auch noch rein. Natürlich. Warum nicht? In diesem Buch ist eh schon alles drin, was es gibt. Und ja, das, nein. Also das war für mich komplett lächerlich ab einem gewissen Punkt. Die Charaktere hatten mir am Anfang noch ganz gut gefallen, aber auch das driftete dann natürlich aufgrund der Ereignisse, die passierten, einfach ins für mich Unlogische ab und das hat für mich dann einfach alles hinten und vorne nicht mehr gestimmt und nicht mehr gepasst und einfach dieses ganze Buch war einfach für mich Müll. Also es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich hatte mich sehr auf diese Geschichte gefreut, weil ich wirklich sehr, sehr viel Positives von allen Seiten über dieses Buch gehört hatte und ja, es war für mich aber einfach nur Müll. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich habe dieses Buch dann auch bis zum Ende gelesen, weil ich habe es mit jemandem zusammen gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr, mit wem ich es gelesen habe. Ich habe dieses Buch für 86 Cent an Medimops wieder verkauft oder sowas. Das war mir auch egal, ob so ich was los. Und ich dachte mir, ich komm weg mit dem Scheiß. Einfach weg. Ich wollte es nicht mehr haben. Und ja, es war einfach Müll. Ich kann euch das Buch nicht empfehlen. Aber wenn ihr mal Müll lesen wollt, schaut euch Still Broken oder Show Me the Stars einfach an. Ja, dann habt ihr Liebesgeschichten, wie man sie nicht machen sollte. Es sei denn, ne? Also wenn euch diese Bücher gefallen haben und ihr habt die geliebt, es ist nur meine Meinung, die ich hier sage. Ich hatte letztens wieder so einen lustigen Kommentar unter dem Video, wo ich des Lügens bezichtigt wurde, weil ich das Buch ja scheiße fand. Und warum ich lügen würde, denn diese Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, fand dieses Buch unglaublich gut. Wo ich dann nur dachte, Mädchen, also ich glaube, sie war 12 oder so, die das geschrieben hat.
Und ich dachte mir halt einfach nur, meine Meinung ist meine Meinung und ich darf meine Meinung sagen. Es geht auf diesem Kanal hier darum, dass ich meine Meinung frei äußere. Und wenn ich dieses Buch kacke fand, fand ich es kacke. Und dann lebt damit oder guckt ihr das Video nicht an. Aber nur weil ich was kacke finde, heißt es ja nicht, dass ihr das auch kacke finden müsst. Ihr könnt sagen, hey, ich fand dieses Buch großartig, ich fand es toll. Dann ist das doch auch super. Wenn euch das Buch gefallen hat, wenn euch das unterhalten hat, ist das doch völlig okay. Es geht doch hier immer nur um meine Meinung. Und meine Meinung ist niemals objektiv. Nie. Sie ist immer subjektiv, weil sie immer durch mich, meine Gefühle und alles beeinflusst wird. Ne? Also es ist völlig okay, wenn ihr eine andere Meinung habt. Das akzeptiere ich und ich freue mich für euch, wenn ihr Bücher lest, die euch gefallen und die, an denen ihr Spaß hattet. Das ist super. Aber es geht hier einfach immer um meine verdammte Meinung. Und wenn ich halt sage, ich fand es kacke, dann fand ich es kacke. Das heißt aber nicht, dass ihr es kacke finden müsst. Das wollte ich gerade an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil es anscheinend immer wieder Leute gibt, die das nicht verstehen. Ich bin kein Pressejournalist oder irgendwas, der hier eine neutrale Meinung zu irgendwas abgeben muss. Ich bin auch einfach nur ein Leser, wie ihr auch. Und ich darf Bücher gut finden oder halt auch nicht. So, das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Und ich akzeptiere eure Meinung und deswegen erwarte ich da auch Verständnis von euch, dass ihr meine Meinung akzeptiert. Dass unsere Meinungen und Geschmäcker nicht immer 100% übereinstimmen, das ist klar. Das ist, wäre ja auch sonst merkwürdig. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, alles, was ich hier erzähle, ist meine freie Meinung. Wenn mir ein Buch gefällt und ihr findet es kacke, lebe ich auch damit. Das ändert ja nichts an meiner Meinung, wenn ihr das Buch scheiße findet, dann fände ich es trotzdem immer noch gut. Bei Sina und mir ist es auch immer so eine 50-50-Sache, ob wir beide das Buch mögen oder nicht. Also von daher, es ist meine Meinung, die ich hier erzähle als Leser. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist es super und dann akzeptiere ich das. Ja, deswegen werde ich solche Kommentare wie ich lüge, weil ich das Buch doof finde, einfach in Zukunft nicht mehr beantworten. So leid, wie es mir tut. Das nervt. Es nervt wirklich. Tut mir leid, aber ich muss mich doch nicht für meine Meinung jedes Mal rechtfertigen. Deswegen, ja, akzeptiert bitte meine Meinung, ich akzeptiere eure. Dann haben wir hier alle viel Spaß und alles ist cool. Und ja, wenn ihr mit mir über irgendwas diskutieren wollt, können wir das gerne auf einer sachlichen Ebene tun. Aber nicht, weil ich meine Meinung habe. So, Punkt. Das möchte ich jetzt allen da draußen gerne nochmal gesagt haben an dieser Stelle. Ich weiß, dass die meisten sich hier nicht angesprochen fühlen müssen, weil die meisten das hier verstehen auf diesem Kanal. Aber alle, die da immer noch so Fragen dazu haben, ich hoffe, ich konnte euch diese Fragen jetzt beantworten. So, machen wir weiter mit meinen Lowlights. Ich habe dann noch gelesen, auch so ein Buch, was sicherlich ein Streitthema ist, After Passion von Anna Todd. Und ich fand es nicht gut. Es war nicht mein Buch. Es hat mich genervt. Also ich weiß, dass viele sagen, ab dem dritten Buch wird es richtig gut und toll und hey, lies doch einfach mal weiter, bleib da dran. Und ich denke mir so, nein, warum? Mir hat der erste Teil nicht gefallen, ich fand es nicht gut. Es war so überhaupt nicht meins, es hat mich null angesprochen. Das hat mich einfach null interessiert. Ich habe es halt einfach gelesen, weil wir ins Kino gegangen sind, um den Film zu gucken. Und ich halt einfach einen Vergleich haben wollte zum Film, wie das halt auch alles so umgesetzt wurde. Und deswegen habe ich halt das Buch vorher gelesen. Ja, deswegen habe ich das Buch halt auch im Ganzen gelesen. Ich muss sagen, das Buch lässt sich wirklich extrem einfach lesen. Und es lässt sich wirklich sehr, sehr schnell lesen. Also ich habe für diese, ich glaube, wie viele Seiten hat das Buch? Das erste 600, 650? Ich habe dafür 2 Tage gebraucht. Also ich bin wirklich extrem schnell da durchgekommen. Also vom Schreibstil her muss ich sagen, es ist wirklich easy peasy, wirklich zu lesen. Aber diese ganze Geschichte, ich habe das halt gelesen und dachte dann am Ende so, ja, von mir aus. Und wenn die jetzt morgen überfahren wird von einem Auto, ist mir das auch egal. Also es ist ein Buch, was mich überhaupt nicht angesprochen hat, was mir überhaupt nicht nahe gegangen ist. Die Charaktere haben mich null interessiert. Dieses ganze Hin und Her zwischen den beiden hat mich nicht interessiert. Deswegen, also für mich gibt es da definitiv bessere New Adult-Geschichten als After Passion. Und ja, deswegen muss ich auch den 2., 3. und 4. Teil nicht lesen. Und von daher, ja, war es halt einfach nicht meine Geschichte und einfach ein Lowlight für mich. Mir hat das Buch nicht gefallen, mich hat es nicht angesprochen. Es gibt jetzt bei After Passion keinen Punkt wie bei Show Me the Stars oder Still Broken, wo ich sage, boah, das hat mich aufgeregt und das fand ich kacke. Das gibt es bei After Passion nicht. Dieses Buch war vom Grundaufbau, vom Ansatz her, war das Buch okay? Da kann ich nichts sagen. Also es ist eine solide Geschichte, die mich aber persönlich einfach nicht angesprochen hat und die mir persönlich nicht gefallen hat. Deswegen ist es für mich ein Lowlight. Aber es gibt da jetzt keine speziellen Punkte, woran ich das festmache. Klar, dieses Hin und Her zwischen Tessa und Hardin. Aber das war mir ja von vornherein bewusst, wo ich dieses Buch gelesen habe, dass es so einen Hickhack zwischen den beiden gibt. Ne? Weil das, ja, jeder, der schon mal After Passion gehört hat, weiß, dass es zwischen den Zweien einfach ein hoch und runter und hin und her gibt. Und ja, deswegen kann ich das für mich nicht als Punkt festmachen, weil ich da einfach genau wusste, was auf mich zukommt. Deswegen, es hat mir einfach nicht gefallen, es war nicht meine Geschichte und Thema erledigt.
Mein vorletztes Lowlight ist auch eine Geschichte, die vom Grundaufbau her eigentlich okay ist, was eine solide Geschichte eigentlich auch ist, wo ich aber rückblickend betrachtet sage, da haben mir doch einige Sachen gefehlt. Und zwar rede ich von der Ellingham Academy von Maureen Johnson. Ich glaube, sie hieß Maureen Johnson, die Autorin. Und für mich persönlich hat bei dem Buch einfach so ein bisschen was gefehlt. Die Liebesgeschichte, die da drin angedeutet wurde, ich weiß gerade gar nicht mehr, inwieweit die da irgendwie eine Rolle gespielt hat, die war für mich irgendwie total verquer. Das war für mich irgendwie alles sehr merkwürdig. Und auch dieser Aufbau der Geschichte war für mich sehr merkwürdig. Und auch unsere Protagonistin, sie wurde ja so wie als kleiner Sherlock Holmes dargestellt, hatte aber eigentlich keinen Plan von irgendwas. Auf jeden Fall war das für mich von der Charakterdarstellung irgendwie... Das hat für mich nicht hundertprozentig Sinn ergeben. Und auch die Nebencharaktere, die es in dieser Geschichte gab, das hat für mich alles irgendwie nicht zusammengepasst. Das hat für mich einfach alles nicht richtig ineinander gegriffen. Und auch dieses Rätsel, dieses große Mysterium, was ja hier aufgeklärt werden soll in der Geschichte, war für mich eigentlich alles eher so undurchsichtig. Und das wurde auch nur so angeschnitten. Und war halt auch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das Buch auch okay, war jetzt aber für mich nicht 100% stimmig und hat für mich jetzt nicht 100% gepasst. Und deswegen gehört es jetzt einfach für mich zu den Lowlights mit, weil es halt einfach für mich keine Geschichte war, die mich in irgendeiner Art und Weise 100% begeistern und fesseln konnte, die mich 100% angesprochen hat. Ich hatte das ja auch einfach vom Verlag zugeschickt bekommen und habe dann den Rückband gelesen, habe gedacht, hey, das hört sich echt cool an und schauen wir einfach mal. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und es war auch gut und es war auch okay. Es hat sich auch wirklich leicht lesen lassen. Und dann wurde es aber, je weiter sich die Geschichte entwickelte, irgendwie immer vertrackter und immer merkwürdiger. Und dann passierten irgendwelche merkwürdigen Dinge und du denkst dir so, hä? Und es wurde halt auch im ersten Teil überhaupt nichts aufgeklärt. Es wurde im ersten Teil immer nur noch mehr Plot-Twists, also es wurden einfach immer noch mehr Plots aufgemacht. Und es wurde aber nicht ein Ding in irgendeiner Art und Weise schon mal erklärt. Das heißt, du hängst am Ende vom ersten Teil einfach nur da und weißt einfach nichts. Und denkst dir einfach nur so, danke für nichts. Und jetzt? Was fange ich jetzt mit diesem Buch an? Jetzt warte ich auf den zweiten Teil. Bis der mal rauskommt, habe ich doch das, was im ersten Teil passiert ist, alles schon wieder vergessen. Weil ich finde halt, in diesem Buch gab es halt auch nichts Markantes, was man sich in irgendeiner Art und Weise hätte merken können. Und dieser erste Teil heißt ja, was geschah mit Alice? Man hat keine Ahnung, was mit Alice geschah. Man weiß nur, sie und ihre Mutter wurden entführt, ihre Mutter wurde später gefunden und Alice nicht. Das ist das, was man im ersten Teil zu diesem Was geschah mit Alice erfährt. Das macht für mich auch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und unsere Protagonistin, wie gesagt, geht ja mit der Intention an diese Schule, dieses Rätsel, was mit Alice geschah, zu lösen. Und wie gesagt, sie wird ja halt als Sherlock Holmes dargestellt, hat aber eigentlich überhaupt keinen Plan von irgendwas. Sie weiß nicht, wie sie an die Sachen rangehen soll, sie weiß nicht, wie sie was ermitteln soll und stolpert da dann mehr oder weniger wirklich so vom einen zum anderen. Und ja, das war irgendwie alles nicht meins. Wie gesagt, das ist vom Grundkonstrukt her so eine Geschichte, die ist für mich okay. Aber es ist jetzt halt auch nichts, wo ich sage, dass man das gelesen haben muss, weil man sonst irgendwas verpasst hat. Also nein, also mein Fall war es nicht. So ihr Lieben, damit sind wir bei meinem letzten Lowlight aus dem Jahr 2019 angekommen. Und ich glaube, ihr wisst alle, was für ein Buch das ist. Das ist das beschissenste, dämlichste, sinnloseste, verquerste Buch, was ich je gelesen habe. Dieses Buch vermittelt solche falschen Werte. Es vermittelt, dass es Vergewaltigung okay ist. Es vermittelt, dass Mord okay ist. Es vermittelt, dass Prostitution und Drogen in einer gewissen Art und Weise in der Situation gerechtfertigt sind. Das ist auch okay. Dieses Buch ist für mich einfach nur falsch. Alles an diesem Buch ist für mich einfach nur falsch. Dieses ganze Buch ist einfach für mich total... Es ist einfach alles falsch an dieser Geschichte. Und zwar war dieses Buch für mich einfach verschwendet Lesezeit. Und ich rede hier vom Märchenerzähler, von Antonia Michaelis. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch damals geschenkt bekommen von einer Freundin. Und diese Freundin hat mir dieses Buch geschenkt, weil sie gesagt hat, das ist eine so unglaublich gute Geschichte. Und falls du dieses Video jetzt guckst, wir haben ja darüber schon öfters gesprochen. Und ich finde dieses Buch einfach furchtbar. Und ich weiß noch, wo ich gelesen habe, dachte ich so, wie erklärst du ihr jetzt, dass du das Buch als das beschissenste Buch aller Zeiten findest?
ohne dass eure Freundschaft jetzt darunter leidet, aber ich dachte mir einfach gerade raus und schmerzfrei. Ich möchte niemanden angreifen, der dieses Buch gut findet. Dieses Buch hat auf Amazon eine fast vollständige 5-Sterne-Bewertung und ich kann das nicht nachvollziehen, wie man diesem Buch 5 Sterne geben kann. Für mich gehört dieses Buch einfach nur den Abfalleimer. In diesem Buch geht es um, oh Gott, wie hieß denn die Protagonistin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Anna? Ich glaube, sie hieß Anna. Und Anna ist ein 16-jähriges Mädchen und Anna lebt so ein bisschen in ihrer eigenen Welt auch. Sie ist so, ich weiß nicht, vielleicht ist sie Autistin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Anna auch nicht ganz sauber im Kopf. Also die ist schon so ein bisschen anders als andere und sie lebt halt auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und kriegt vom wahren Leben irgendwie auch nichts mit. Sie ist auch sehr behütet da bei ihren Eltern, wo sie aufwächst und ist eine gute Schülerin und ja, führt so ein Vorzeigeleben und alles ist schön, das Gras ist grün. Und ja, Anna hat einen Mitschüler in der Klasse, nämlich Abel oder Abel. Und Abel ist immer müde und Abel schläft immer und er wird an der Schule immer als der Drogendealer schlechthin genannt. Und ja, Anna beobachtet dann halt Abel und macht sich halt so ein Bild von ihm. Und ich weiß gerade, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die beiden so in Kontakt zueinander kommen. Auf jeden Fall passiert dann irgendwas und die beiden nehmen Kontakt zueinander auf. Und Anna lernt dann die Schwester von Abel kennen. Und die beiden leben in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, Abel und seine Schwester. Oder Abel, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ja, tut Abel seine Schwester vor allem und jeden beschützen und will nur das Beste für sie. Und ja, versucht ihr das bestmögliche Leben halt zu ermöglichen. Und ja, was gar nicht so einfach ist, denn die Mutter der beiden ist verschwunden. Der pädophile Vater von dem kleinen Mädchen möchte seine Tochter haben. Und Abel versucht halt alles, um das, dass das halt nicht passiert. Und ja, tut dann halt auch vom Amt vertuschen, dass seine Mutter verschwunden ist, damit die Kleine halt nicht zu dem Vater kommt. Das sind alles sehr lobenswerte Ansätze. Ja, aber was dann halt alles in diesem Buch passiert, das ist einfach krank. Es ist einfach krank. Ich spoilere jetzt einfach hier noch ein bisschen, also wenn ihr das nicht wissen wollt, schaltet ab. Es gibt eine Szene in diesem Buch, die ist richtig heftig. Ich habe mich auch gezwungen, diese Szene zu lesen, damit ich einfach auch alles verstehe, was in diesem Buch passiert. Und zwar tun Anna und Abel sich dann ineinander verlieben und ja, sie haben dann ein Date zusammen und Abel hat ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit. Er hat eine dunkle Seite, ein dunkles Innerstes. Und zwar Abel ist ein Stricher. Und ja, tut damit halt Geld verdienen und Drogen verkaufen und Drogen nehmen. Und ja, er geht halt regelmäßig auf den Strich und bedient halt andere Männer. Und ja, er tut dann halt währenddessen seinen Kopf immer abschalten und driftet halt in eine andere Welt ab und bla. Auf jeden Fall hat er dann das Date mit Anna und dann küssen die beiden sich. Und Anna will dann aufhören und Abel ist schon komplett abgedriftet und vergewaltigt sie dann. Und er vergewaltigt sie wirklich richtig, richtig übel. Und er lässt sie dann halt auch einfach liegen und geht. Und ja, Anna geht dann nach Hause und ist erstmal fertig, erzählt das aber niemandem. Und so 2 Tage später, wo sie Abel wieder sieht, ist das alles vergessen. Es ist alles vergeben. Denn sie hat Verständnis für ihn, für sein Leben und für alles. Es ist völlig okay. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte in dieses Buch kotzen. Also ich verstehe sowas einfach nicht. Also wie kann man denn sowas verherrlichen und sowas hinstellen, als sei es okay? Nein, es ist nicht okay. Es ist einfach nicht okay, wenn ein Junge ein Mädchen gegen seinen Willen berührt. Und wie gesagt, so wie das abgelaufen ist, wie diese Szene beschrieben wurde, es war einfach zu krass und es war einfach zu heftig. Und dass Anna das nicht gleich ihrer Familie erzählen konnte, okay, das verstehe ich ja im Ansatz noch, aber ihnen dann gleich zu verzeihen, das geht einfach nicht. Und ja, es kommt ja dann im weiteren Verlauf raus, dass Abel seine Mutter umgebracht hat. Ich glaube, den Vater von der Kleinen, den hat er dann auch noch abgemurkst. Und er wollte dann mit der Kleinen irgendwohin abhauen. Und also das sind so viele Dinge in dieser Geschichte, die für mich einfach nicht zusammenpassen. Und ja, man erfährt dann immer, das ist ja auch mal geil, man erfährt ja dann in der Geschichte immer noch, dass die Eltern von Anna gerne noch ein zweites Kind gehabt hätten. Aber es nie geklappt hat, noch ein zweites Kind zu kriegen. Und hey, Überraschung, Abel stirbt am Ende, weil er erschossen wird von der Polizei. Und ratet mal, wer die Schwester adoptiert. Genau, die Eltern von Anna. Und Anna hat sie dann als kleine Schwester. Ist das nicht toll? Ist das nicht super, wie das alles zusammenpasst? Ich möchte in dieses Buch kotzen. Es ist einfach
einfach gequirlte Scheiße. Also es tut mir leid. Ich kann diesem Buch einfach nichts Positives abgewinnen. Ich möchte dieses Buch nehmen. Ich möchte es verbrennen, zerreißen, zerschreddern, vor die Wand klatschen. Und wenn ihr Kinder habt, lasst eure Kinder diese Scheiße nicht lesen. Es ist wirklich, es... Nein. Nein. Einfach nur nein. Wenn ihr euch ein eigenes Bild über das Buch machen wollt, lest es. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Buch auch unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wenn ihr dieses Buch toll findet, wenn euch das angesprochen hat, wenn ihr begeistert seid von dieser Geschichte, dann ist das so. Ich weiß, Antonia Michaelis ist eine Autorin, die wirklich auch für ihre Bücher gelobt wird und die auch sehr gehypt wird und die auch schon viele Preise gewonnen hat und alles. Das ist mir durchaus bewusst, aber der Märchenerzähler ist für mich einfach scheiße. So, Punkt. Und das ist definitiv das Lowlight des Jahres 2019 für mich. Mehr kann ich dazu jetzt einfach nicht sagen. Wie gesagt, wenn ihr da andere Meinung seid, ist das für mich ist das okay, ich bin damit fein. Wenn euch das Buch gefällt, dann ist das so. Aber ich kann das halt einfach nicht nachvollziehen. Es tut mir leid, also für mich, ich bin da raus. Ich werde da auch keine Diskussion mit irgendwem anfangen, der jetzt der Meinung ist, mir da irgendwas erzählen zu müssen. Und mehr möchte ich an dieser Stelle dazu auch nicht sagen. Das war mein Video zu meinen Jahreshighlights und Lowlights aus dem Jahr 2019. Ansonsten gibt es nur zu sagen, schreibt mir doch mal eure Jahreshighlights und auch eure Lowlights gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.